Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4 mit eurem Snaker. Wir sind immer noch dabei, einen Weg zu finden, dass ich da oben auch alles looten kann. Du schützt und dienst. Fände ich toll von dir. Danke. Du kannst... ich habe wieder zu viel eingesackt. Wieder ein bisschen zu viel. Können wir denn Schönes gerade wieder wegwerfen? Tun wir mal die Schweißerbrille weg. So. Führt mich denn der Weg hier hin? Auch nur hier drauf. Ich will da hoch. Aber irgendwie scheint es da keinen Weg hinzugeben. Ich hätte den Typen halt gerne gelootet. Coldsworth hat sich auch schon komplett aus dem Staub gemacht, so wie es aussieht. So. Was kann er denn sonst noch Schönes? Okay. Sonst bringt mir der auch nicht weiter. Aber ich gehe jetzt mal da aus der Türe raus. Ins Commonwealth. Sieg ist gerade echt grausam. Vielleicht finden wir draußen irgendwie einen Weg dahin. Und wenn nicht, dann gehen wir endlich zurück zu den Siedlern und hoffen mal, dass sie sich den Minutemen anschließen. Weil wir ihnen gezeigt haben, die Minutemen sind doch wieder die Guten. Aber erstmal gucken wir, dass wir die Ladezeiten umkriegen. Aha, fertig geladen. Ketten? Ah, hier sind wir. Auf der Seite, die noch zugekettet war. Okay, wir sind auf jeden Fall draußen. Teilen uns jetzt mal. Bacon, Mac und Cheese. So. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg zurück zu den Siedlern. Hatte man schon zwei Quests gerade aktiviert zu haben? Ne, der erste Schritt. Auf Karte zeigen. Ja. Berichte den Siedlern von Tempest Bluff von deinem Erfolg. Genau das habe ich gerade vor. Wo zum Geier ist eigentlich Coldsworth? Er weiß anscheinend selber nicht, wo er ist. Roboter auch nur noch so ein unzuverlässiges Gesocks. Also ehrlich. Hatte ich nicht da oben zufällig den Revolver abgelegt? Was haben wir denn da? Kaputte Lampe.
Warum muss er noch mal kurz um? Nee. Ich glaube, da oben hatte ich zugunsten des Poweranzugs von dem Raider meinen Revolver weggeworfen. Bin mir natürlich jetzt nicht mehr sicher, ob das wirklich so war. Aber man kann ja mal gucken. Vielleicht ist es inzwischen auch schon lange despawned. Aber hier liegt auf jeden Fall was rum. Leichte Kleidung. Stimmt, da habe ich das Paillettenkleid auch hingeworfen. Ich habe hier einiges abgeworfen. Das sieht aus wie auf einem Bazar. Ich habe die Minigun. Abgenutztes Klemmbrett. Aber anscheinend die Pistole nicht. Ja, habe ich die Pistole anscheinend hier nicht abgeworfen. Na gut, dann gehen wir mal wieder runter. Habe ich die woanders leider schon abgeworfen gehabt. Minigun-Kegel. Wow. Ja, ich weiß, Ghule können chargen. Und halten ganz schön was aus. Wow. Lad doch endlich nach. Ich hab keine Munition mehr. Ich bin tot. Nein. Mist. Erste Mal gestorben. Okay, wir gehen nicht mehr dahin. So viel Munition von denen auch verballert. Ja, ich habe echt viel Munition verballert. So, wir heilen uns wieder. Und dann gehen wir zu den Siedlern. Nee, 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 da sterbe ich da einfach. Nee, nee, nee. Sowas passiert auch nur mir. Ich habe auch echt viel Munition verballert. Also werde ich damit jetzt etwas sparsamer umgehen müssen. Coldsworth, von dem ist auch nichts mehr zu hören und zu sehen. Also raus aus der Stadt. Denn sonst noch dabei nichts Berauschendes, okay. Alles kaputt. Gasse ist leer. Nuka-Cola. Wo zum Geier ist Coldsworth?
mich jetzt nicht zu interessieren, der taucht schon auf. Wir machen uns auf den Weg zu den Siedlern. Wir haben hoffentlich nicht allzu viele Überraschungen zwischendurch. Entdeckt Mystic Pines. War ich hier noch nicht? Eigentlich. Ich höre auf jeden Fall was. Könnte sich da drinnen ja mal umsehen. Ah, perfekt, jetzt kann ich besser bei einem Händler verkaufen. Wo ich bis jetzt ja auch schon so viele von gesehen habe. Ich bis jetzt noch gar keinen. Na klar, das Schachbrett war jetzt zu schwer. Ich schmeiß mal die 10 Blechdosen weg. Immer dieses, du bist zu schwer. Du kannst nicht mehr laufen. Ja. Ich will ja auch eigentlich gar nichts mehr Rauschendes mitnehmen, aber umsehen darf man sich ja wohl mal. Kartoffelchips und Gummibonbons. Ich nehme erstmal wieder die Waffe. Wenn mir schon ein paar Ghoul über den Weg laufen, treffe ich hiermit, glaube ich, mehr. Das Schloss sieht stabil aus. Ja, toll, das, was ich brauchen könnte, komme ich nicht rein. Kürbisse brauchen wir ja auch. Wir wollen ja nachher bei uns in der Stadt was anpflanzen. Ich glaube nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Ja, dann war es das für mich hier. Dann gehen wir weiter. Also ich sollte auf jeden Fall was ins Schloss knacken investieren. Und wehe gleich in meinem Lager ist Coastworth nicht da. Dann kriegt er was zu hören, wenn ich den sehe. Der Fahrzeug. Wer ballert rum? Maulwurfsratte. Okay, das ist auf jeden Fall kein Raider. Gehen wir doch mal helfen. Ein Siedler. Ja, ich komme da mal zu Hilfe, nachdem sie alles geschafft hat. Bitte, mein gutes Karma zahlt sich aus. Du machst das schon. Weglaufen sollen. Nö, schon gut. Ja? Dachte, ich hätte was gesehen. Magst du nicht mit mir reden? Ich
War's das jetzt? Ich hab nämlich nicht mehr viel Munition für meine Waffe dabei. Entschuldigung. Danke für die Hilfe. Ah, 50 Kronkorken. Super. Danke für die Hilfe. Mehr nicht? Okay, das war's dann aber auch für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Euer Snakehorn. Bis zum nächsten Mal. Ciao.